So, na gut. Wir sind wieder hier, Ark. Nochmal auf Valhalla. Ich möchte noch kurz was zeigen hier, deswegen habe ich diese komische Vase noch hingestellt. Die ist eben für die Tempel-Extras. Jo, Plan wird also definitiv sein, ich habe jetzt mal angeschaut, noch ein bisschen was davon zu bauen, einfach mal zu schauen, wie es aussieht. Die komplette Base werde ich gar nicht mehr bauen, wahrscheinlich. Die mache ich dann einfach wieder auf der Originalkarte. Warum will ich jetzt nochmal auf die Originalkarte und alles wieder machen? Erstmal schmeiße ich ein paar Mods raus. Ich habe einfach zu viele drin. Die sich teilweise überschneiden, dasselbe sind. Es fliegt raus, es ist mir zu dumm, ist zu viel. Nein, tschüss, weg. Bringt nichts. Dann, zweiter Punkt, warum ich das brauche, möchte ich unbedingt diese, ja, nicht nur Brutmutter, sondern eigentlich die ganzen Dinger, also Megapithecus oder Gigantopithecus oder wie er heißt. Ne, Megapithecus müsste heißen. Der zweite praktisch, der Affe, die Affenarena will ich auch machen. Die Spinnenarena, das ist jetzt alles als Arena gemacht. Die leveln tatsächlich schneller. Alter Schwede. Ja gut, ich meine, die ganzen Eier brauche ich im Prinzip schon gar nicht mehr mitnehmen. Weil, wie gesagt, es wird jetzt die letzte Folge wahrscheinlich hier auf Valhalla werden. Valhalla ist eine schöne Karte, nur da ich ja eigentlich diese blöden Errungenschaften haben will. Ich bin ja so ein Typ, auch wenn es Ewigkeiten dauert, ich will diese scheiß Errungenschaften von den Steam-Spielen immer haben. Ja gut, also setze ich mich dann halt mal hin und dann legen wir los. Was soll's. Das heißt aber, dass wir eben Valhalla leider tschüss sagen und auf der, naja, was heißt langweiligen, aber nicht ganz so lustigen und vor allem kleineren Originalkarte wieder weiterzocken. Wie schnell das geht, weiß ich nicht. Ich habe im Moment irgendwie nicht so die Motivation auf Ark. Ich habe zwei, drei andere Spielchen, die ich jetzt lieber zock. Unter anderem auch LPT, also Together. Hier 7 Days. 7 Days to Die haben wir jetzt zusammen auf dem Server. Ist geil. Muss ich halt dann leider im Moment jetzt auf die Wahlmod verzichten, weil eben die da nicht dabei ist. Ich finde den sehr geil, diese Mod-Sammlung, aber das können wir auch irgendwann nochmal selber machen oder keine Ahnung. Schauen wir uns halt so nochmal an. Oder wir machen einen Single, einen Wahlmod und eins Server, aber da muss ich gucken, wie ich das hinkriege, dass ich die nicht überschneide. Weil sonst mit dem Wahlmod nehme ich an, dann lädt er die anderen Server gar nicht mehr und kriegt nur noch Spackereien. So war es, glaube ich, beim letzten Mal, als ich starten wollte. Da ging dann nämlich irgendwie nichts mehr. Gut. Jo. Ich habe da jetzt ein bisschen gefarmt, habe ein bisschen was reingeschmissen. Wir bauen jetzt ein paar von den Sachen noch auf und dann würde ich sagen, sagen wir einfach Valhalla, tschüss. Ich glaube, hier läuft noch Zement durch, den brauche ich gar nicht mehr. Ja, pervers. Kannst vergessen. Brauche ich nicht mehr, weil da oben ist schon voll. Da sind, ich glaube, 1500 oder so drin oder irgend so ein Scherz. Ja, dann war ich jetzt 3 Tage nicht da, hab gedacht, ach du Scheiße, ich war sogar, glaub, 4 oder 5 Tage nicht da, ist leer. Ja, von wegen leer. War bei 380 oder so, ist immer noch 300 drin. Also das ist ganz gut, dieser Generator, der ist gar nicht schlecht vom Ark Advance. Der ist witzig. Ja, gut. Nee, dann gehen wir nochmal eben auf die Originalkarte Ark, der Island. Die ist, ja, was heißt langweilig? Ich habe sie ja auch noch nicht komplett erkundet. Ich war noch nicht komplett im Wasser, das müssen wir auch noch machen. Und ich denke, ich werde dann relativ viele Steps, wie ich mache, auch einfach wieder aufnehmen. Den Anfang sowieso komplett. Und auch danach so zwischendurch immer ein paar Farming-Folgen und was. Ich werde das einfach mitmachen, was ich da so treibe. Und Umzüge und so. Und das auch alles mit aufnehmen, wenn ich dann wieder wirklich auf meine. Ja, ungefähr die Gegend, wo ich war, gehe ich auch wieder hin mit der nächsten Basis. Und diese Tempelbasis muss ich mal gucken, wo ich dann vielleicht die hinbaue. Dann schauen wir uns das mal an. Ja, und dann wie gesagt, die ganzen Höhlen. Jede Höhle wird onscreen gemacht auf jeden Fall, das weiß ich schon mal. Allerdings fällt mir dazu ein. Naja. Ja gut, die erste geht schon. Weil Obsidian, für Obsidian muss ich erstmal in eine Höhle. Ja.
zumindest auf Original The Island, weil das Problem ist, die Berge sind ein bisschen gefährlich, wo Obsidian wäre. Ja, genau. Also gut, muss ich zumindest für Obsidian in der Höhle, es hilft ja alles nichts. Also muss ich mir den Spaß ein bisschen geben. Ja gut, es wird dann witzig. Es werden dann wahrscheinlich 3 Folgen allein, bis ich mit einer Höhle fertig bin. Hä? Okay. Kollisionsabfrage? Hier? Funktioniert's, ne? Aber hier? Irgendwie nicht. Ja, ich laufe heute mal durch meine Betten. Ja, warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Los geht's, ich will mal wissen, wie groß dieses Teil ist, weil das ist a huge temple to make a base with. Ja, das will ich mir mal angucken. Hat auch lang genug gedauert, das Farmerei. Ja gut, ich meine, ich war ja immer am Farmen von Steinen und Scheiß zwischen Tod und was weiß ich was alles. Egal. Ja gut, dann gib her. So, einmal, dann ist sowieso Feierabend. So. Ja, und dann gucken wir uns jetzt einfach mal an, wie die ganzen Sachen hier aussehen. Wie sieht so eine Temple Foundation aus? Mach davon mal, ja, meinetwegen mach mal 4 Stück, mehr brauchen, ja, oder 5, egal. Wir gucken uns das jetzt nur noch an, wie es aussieht. Mehr machen wir, hoppala, sowieso nicht mehr. So blöd wie es ist, aber da werde ich nicht mehr allzu viel machen einfach. Ach, das ist die Hedgeframe, okay, ja. Die Temple Demon Door, die würde ich gerne sehen. Ja, die ganz normale. Ansonsten Railing brauchen wir nicht sehen. Pillar ist auch klar. Rampe wird klar sein. Treptor, ja, hier gibt es eben dreimal, ne? Sieht alles 3 gleich aus. Könnte man denken, was soll denn das? Ja, gut, das ist die Wand. So. Ganz normal. Hallo? Machen wir halt vielleicht mal 2 oder 3 Mal. So. Und das hier sieht aus wie eine Wand, ist aber eine Tür. So. Und das hier ist eine Fake-Wand, wo man durchlaufen kann. Deswegen gibt es das alles so oft. Ja, ganz witzig eigentlich. Hier ist die Door-Frame dazu. Ja, nehmen wir mal. Window-Frame brauchen wir nicht. Window brauchen wir auch nicht. Hier so ein paar Statuen. Mal gucken, wie die aussehen. Hier genauso die ganzen Farben kochen und so. Das machen wir alles dann on-screen. Auf der Originalkarte. Dann, wenn ich wieder neu anfange, machen wir das alles so nochmal. So, die ganzen Statuen, okay. Was wiegt jetzt der ganze Scheiß? Ziemlich viel wahrscheinlich. Auch ich habe immer noch die scheiß Blaupausen dabei. Cool. So, jetzt geht mal her. Gucken wir uns das jetzt oben noch an, wie das aussieht. Vor allem, wie groß dieser Tempel selber ist. Ey, dieses, was 15.000 Stein gekostet hat, es hat hoffentlich auch dann eine gescheite Größe. Okay. Nö, ich bin nicht zu schwer beladen, das ist okay. Ja, den können wir durchlaufen lassen, das schadet nichts. Wir bringen jetzt noch ein paar Blaupausen weg, weil die einfach das Inventar zumüllen. Ich meine, ich brauche jetzt das Gewicht nicht, aber es müllt das Inventar zu. Die leveln wie Sau. Also wie gesagt, hier, der hat es wieder fast, ne? Und der ist schon ein hohes Level. Also die haben das mit dem letzten oder vorletzten Patch drastisch geändert. Hä? Super. Du bist mir voll im Weg, Junge. Ja, das waren die ganzen Neustarts. Dann backen die Vögel immer gerne ein bisschen rum. Dann hat der sich zweimal hier reingeknallt. Und war dann jetzt zu nah. Na gut. Das rein. Ist auch Blaupause. Achso, ich hätte ja erst die... Naja, ist ja scheißegal. Hallo? Willst du mich verarschen? Achso, oh. 45? Oh, schon voll. Ja, verdammte Axt. Na, dann mach doch mal das hier raus. Das sind ja zum Beispiel keine Blaupausen. Ach, Advanced Electric Killen, das hätte ich ja auch noch gehabt, genau. Ja, das habe ich gar nicht mehr aufgestellt. Was konnte man denn mal da machen? Ach ja, genau. Da konnte man dann Figuren herstellen, so Drachen, glaube ich. Konnte man sogar die Spinne herstellen, die Brutmutter und so? Naja, ist ja okay. Das können wir später machen. Ich denke, das ist Arc Advanced. Also kein Problem. Kann ich auf jeden Fall dann auch machen, weil Arc Advanced bleibt definitiv drin. Den Medieval werde ich rausschmeißen, den extra Weapons und extra Scheißdreck werde ich rausschmeißen, das bringt's nicht, weil ich sowieso das Research-Zeug nehme. Da verzichte ich drauf. Das sind einfach zu viele Mods dann auch. Das ist Quatsch und dann muss man immer gucken, Update, 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 nein, es ist mir zu dumm.
Es reicht schon Arc Advance und Steampunk, weil die kriegen regelmäßig Updates. Naja, gut. Wie, schon wieder fertig mit der... Muss ich die schon wieder hätscheln? Mein Gott. Los geht's. Ansonsten fällt es hier nichts. Ja, du hast aber auch fast, also die leveln wie die Pest. Seit dem letzten Patch, das ist irgendwie toll. Naja, und dann bauen wir da mal ein gescheites Ding auch hin, gescheites Gewächshaus und Wasserversorgung. Hast du nicht gesehen, das habe ich alles schon mal gemacht gehabt. Ja, machen wir halt alles nochmal von vorne, ist ja nicht so schlimm. Mach mal einen Server-Vibe. Soweit ich weiß, war die Julia sowieso die ganzen letzten Tage nicht drauf. Wochen, wie auch immer. Wird es gehen wie mir. Die hat im Moment gar keinen Bock mehr so richtig auf Ark. Deswegen weiß ich auch nicht, wie schnell ich jetzt hier die nächsten Folgen auf der Originalkarte mache. Also der Plan steht, ich will die Originalkarte nochmal machen und will eben diese... Na, sag schon, diese blöden Erfolge und was haben. Die Brutmutter besiegen und die ganzen Artefakte holen. Ja, möchte ich schon machen. Nur im Moment ist irgendwie so, ich weiß nicht, die große Lust ist draußen und dann, nee. Erzwungenermaßen habe ich auch keinen Bock. Deswegen gucke ich mir jetzt hier noch dieses Tempelzeug an ein bisschen. Wieso stehst du da so? Bist du im Baum reingebackt oder was? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja. Aber sobald ich dich beschießen würde, würdest du befreit werden. Also das hat auch keinen Sinn. Ja. Naja, dann gucken wir uns das Ganze halt nochmal auf der Originalkarte an. Wird vielleicht ein bisschen weniger. Wenn ich dann wirklich mal Bock auf Ark habe, kommt mal was. Aber wird dann nicht, dass wirklich ein Video pro Woche kommt oder was, ist, glaube ich, ehrlich gesagt nicht. Weil ich im Moment keine rechte Lust habe auf Ark. Jetzt wollte ich mal schauen. Kann ich das hier überhaupt reinsetzen? Und wie groß ist das Scheißding? 5. Na, so groß ist es aber nicht. Ich bin ja nicht begeistert. Ja gut, okay, das setzt natürlich jetzt richtig beschissen, weil das ist klar, das wirst du aber nie richtig hinkriegen, außer du findest wirklich einen super Spot. Aber das ist ja hässlich. Aha. Okay. Ja, dann habe ich das hier oben und das ist alles. Unten gibt's nichts. Was ist denn das für ein Blödsinn? Das ist voll der Schwachsinn. Viel zu wenig. Nur das Stück da oben. Und das soll reichen, um eine Basis zu bauen. Na, das kannst du aber fett vergessen. Also das Ding braucht man nicht. Das ist absolute Verschwendung. Das war ja eine richtig schöne Ressourcenverschwendung. Leck mich am Arsch. Ja gut, hat aber auch eine gute Haltbarkeit. 100.000, also. Fetzt. Ja, aber sonst... sonst bringt das irgendwie überhaupt nichts. Viel zu wenig Platz. Und das sollst du eine Basis bauen. Also, so ein bisschen verarschen wollt ihr mich ja schon, ne? Naja. Okay, so viel dazu. Nee, das braucht man nicht. Ja, wenn in allen anderen Spielen das Inventar auf Tab liegt, wird's witzig. Hier, jetzt gucken wir uns mal an, wie sieht denn das aus von der Farbgebung her. Jetzt komme ich natürlich hier nirgendwo richtig hin, ne? Cool. Richtig cool. Kann ich das ins Wasser setzen? Ja, kann ich. Aber irgendwie... Hä? Ach so, da ist das andere. Okay. So, jetzt zeig mal her, wie das aussieht. Ja, geht. Also für die... Für die Ghost Base könnten wir es benutzen. Einigermaßen dunkel.
Ich meine, gut, dunkel kann man natürlich Metall sowieso machen, man kann ja alles färben, man kann auch Holz färben. Aber das sieht so von der Texturierung her so irgendwie auch ganz witzig aus. Ein bisschen altertümlich, doch ist eigentlich witzig. Ist vielleicht ganz cool. Aha, ich denke doch, du hast es doch schon geschnallt, oder? Ja, hast du auch. Okay. Das waren die Foundations. Nein. Ich habe eindeutig zu wenig Ark gezockt, weil ich ständig Tab drücken will. Fürs Inventar. Jetzt ist gerade die Frage, kann man die so hinstellen? Nee. Die braucht also trotzdem auch eine... Wahrscheinlich eine Doorframe, oder? Acht? Acht. Ah ja, tatsächlich. In eine Doorframe rein. Okay. Ja, die sieht aber cool aus, die Tür. Die gefällt mir schon so ein wenig. Und die klingt sogar gut, wenn man sie aufmacht. Okay, nice. Also damit dann... wieso komme ich jetzt hier nicht durch? Ach, zu groß ist er auch noch, oder was? Ja, was ist denn das jetzt? Also komme ich nur nach außen raus, oder wie? Das ist nicht so günstig. Weil ich müsste ja, gut, jetzt stehe ich hier sowieso gerade. Steht natürlich auch sowieso gerade alles richtig scheiße, deswegen ist sowieso vielleicht ein Problem. Kann sein. Weil eigentlich müsste man hier durchkommen, ne? Also ich denke, das wird irgendwo ein anderes Problem sein. Ja gut, das ist jetzt auch nicht so teuer. Aber das klingt cool und sieht ganz nett aus. Doch, das gefällt mir. Daraus könnte man was bauen. Das ist nicht schlecht. So. Ja, dann haben wir hier mal hier diese Halbwand. Keine Ahnung, wozu man die haben soll. Wie sieht denn die normale Tempeltür aus? Mach mal die hier kaputt. Ach nee, man kann sie... Ey. Wie alle kann man sie aufheben. Wie alle Mod-Sachen. Na, die sieht aber nicht so gut aus. Oder? Ah, die ist für innen vielleicht ganz gut. Die ist Stein, klingt aber wie eine Holztür. Also das ist ein bisschen schlecht gemacht. Oder soll das verwittertes Holz sein? Weil eigentlich sieht es aus wie Stein. Ja, das ist ein bisschen komisch jetzt gerade. Bisschen gewöhnungsbedürftig. So, und das ist so eine halbe Wand. Okay, warum nicht? Ja, mal gucken, wo man die gebrauchen kann. Wahrscheinlich dann eher am Dach oder so. Dass man oben einen Landepunkt oder so macht. Ja, gut, okay, warum nicht? Warum nicht? Jo, gar nicht so schlecht. Sieht auch ganz schön aus. Jetzt probieren wir noch diese ganz normal. Ja gut, dann ist klar, wie die Wand aussieht. Das ist eben so eine Wall Door. Das ist also in Wahrheit eine Tür und vielleicht ganz witzig. Ey, mach. Hallo? Okay. Und 8. 8 war die Tür, oder? Genau. So, jetzt zeig mal her. Und wie sieht das aus? Ah ja, die kann man nämlich dann öffnen. Ach so, öffnet die sich. Aha, nice one. Ja, nur, kommt man denn da durch oder nicht? Ich glaube nicht, dass man da durchkommt, ehrlich gesagt. Moment. Das ist jetzt eine normale Wand, ne? So, wenn ich jetzt diese Tür aufmache, ist da genug Platz? Ah ja doch, ist eigentlich Platz wie eine Tür. Dann kann man hier durchmarschieren. Ja okay, doch geht. Ja, auch nicht verkehrt. Cool. Ja, wie gesagt, das sind jetzt nur noch Spielereien, weil für die Errungenschaften brauche ich den... brauche ich eben die... Ding. Die Originalkarte. So schön wie Valhalla ist, es nützt mir nichts, wenn ich die Errungenschaften haben will. Ja, und durch die kann man einfach durchlaufen. Bumm. Angeblich. Hä? Wohl eher nicht. Oder nur von innen. Hä? Sag mal, willst du mich verarschen? Oder funktioniert es nicht? Ich habe doch gerade diesen... Ich habe doch gerade diese bescheuerte Tür, ja, habe ich eigentlich aufgenommen. Hä?
Also das funktioniert wohl nicht. Oder wegen dem Wasser, es kann natürlich auch sein. Temple Wall steht da. Das ist aber doch falsch. Ja, hier steht Temple. Achso, es steht immer Temple Wall. Ah ja. Aber man kommt hier nicht durch. Also das ist keinesfalls so. Es kann natürlich sein, dass es gerade mit dem Wasser ein Problem ist. Dass das alles nicht so gut passt. Weil durchgucken zum Beispiel kann ich teilweise. Aber gut, es kann auch ein Arc-Bug sein. Na gut. Ja, da gibt es ganz nette Sachen, würde ich sagen. Mit diesem Tempelzeug, aber der ist zu da sehen. Also so eine Ressourcenverschwendung. Boah. Ey, das war ein halber Tag Steine farmen. Was soll denn die Scheiße? Das lohnt sich ja mal überhaupt nicht. Aber überhaupt nicht. Sieht ganz nett aus mit den moosbewachsenen Stufen und so. Ist schon alles ganz schön gemacht, aber hat auch richtig geile Hitpoints, auch klar. Aber kein Platz und nichts innen drin. Willst du mich verarschen? Wo halten für Optionen? Ja, kann ich nur abreißen, ne? Ui! Autsch! Man kriegt sogar alles zurück. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt kann ich mir den ganzen Scheiß wegschmeißen. Das ist cool. Ich habe nämlich keine Kiste da. Naja, schön. Also das lohnt sich definitiv nicht. Na gut, den Zement könnte man mal mitnehmen, scherzeshalber. Das Ding lohnt sich. Ja, warum eigentlich? Wenn ich sowieso ein Vibe durchführe, warum soll ich. Ach, bin ich bescheuert. Ja, egal. Was soll's. Nee, also wie gesagt, wir sehen uns auf Originalkarte wieder. Wir lassen das jetzt hier einfach mal gut sein. Oder ich lasse es hier gut sein. Ihr zwei, drei Leute, die mir zuguckt, dürft es hier gut sein lassen. Ja. Ja, dann kommt es drauf an, würde ich einfach sagen, wie sehr ich genervt werde. Ob ich dann doch auch nochmal ab und zu ein Arc-Video mehr mache. Aber ansonsten würde ich sagen, ja, alle ein bis zwei Wochen kommt eins. Ansonsten glaube ich, im Moment ist bei Arc so ein bisschen die Luft raus. Klar, es kommen immer wieder schöne neue Updates dazu und was, aber ich glaube, ich warte dann echt lieber nochmal zwei, drei Updates ab, bis noch mehr Sachen dazukommen und dann schaue ich dann einfach nochmal rein. Effektiv. Weil so, weiß ich nicht, im Moment habe ich mehr Bock auf Seven Days und Empyrion. Auch so ein kleines, lustiges Survival-Spiel. Im Weltraum. Ja, und irgendwie dann lass mal Arc halt gut sein. Vielleicht nehme ich nebenbei ein bisschen Empyrion auf. Was ich eigentlich endlich mal wieder schaffen will, ist auf jeden Fall Hearts of Iron. Das Dreier mit dem Black Ice Mod eben. Ist die Frage, ob ich es jetzt endlich mal zum Laufen bringe. Ob ich weiterkomme. Mal schauen. Und ja, Stalker Soup eben wieder dahin kommen, wo ich war. Wobei ich denke, das nehme ich auch komplett neu auf, weil das Spiel ist komplett neu. Das ist jetzt, ich glaube, aus der Alpha raus. Das ist Release-Version, die ich jetzt zocke. Oder die ich jetzt habe. Ich habe sie kaum noch gezockt bis jetzt. Ich habe einfach viel zu viel Scheiß. Das ist genauso jetzt das Steam Summer Sale. Ich habe mir wieder zwei Sachen geholt. Ja, ich weiß genau, das dauert Ewigkeiten, bis ich die überhaupt mal zum Spielen komme. Ja, sinnvoll. Aber man schlägt trotzdem immer wieder zu. Ist sowas Bescheuertes. Die Bibliothek ist eh hoffnungslos überfüllt. Was soll denn der Quatsch? Eigentlich totaler Schwachsinn. Ich habe überhaupt keine Zeit, das alles zu zocken, was ich da hier so. Wir hatten jetzt geschissen. Ach du, naja, dann lässt mal bei dir klemmen. Ja, hier geht auch nichts mehr. Das Ding funktioniert einwandfrei, aber hier ist alles an Stroh verbraucht. Die ganze Kacke wird immer eingesammelt, wird direkt hier reingestopft. Deswegen ist es immer noch so voll hier. Ja, und hier ist ohne Ende auch drin. Ja, und ich habe ja auch diesen Steam, den Steam Fertilizer gemacht, also den in das Steampunk-Ding rein und dann den Advanced Fertilizer daraus gemacht oder wie der heißt, keine Ahnung. Auf jeden Fall auch ganz nett, ne?
noch besseren Dünger. Das ist praktisch der Ersatz für, wie hieß denn das Ding im Akushima? Ich glaube Blood and Bone. Naja, in Akushima war das Blood and Bone. Das hat Chitin gebraucht, Gammelfleisch und ja, Fäkalien sowieso. Stroh auch, ja. Und ich weiß nicht, was noch. Ich glaube, das war's sogar. Ja, also wie gesagt, Mittelalter. Das wird fliegen. Werde ich mir nicht mehr drauf machen. Was ich drauf lasse, ist die Super Smithy und der große Fabricator, dass ich hier, wie viele Plätze? Na, 500 Plätze habe oder so. Arc Advance bleibt sowieso drauf, aber den brauche ich nicht machen hier, den Fabricator, weil das ist der aus Arc Advance. Der bringt aber nichts, weil der hat nur, ja gut, das Dreifache hat er immerhin. Weil normal sind, glaube ich, 50 Plätze, nee, 75 Plätze, glaube. Ja, das Doppelte. Okay. Ganz nett, aber ansonsten nichts anderes als ein Fabricator. Das Ding, ja okay, das ist der Mark II, der ist dann für die geilen Sachen hier. Ich glaube, das sind auch Sachen, die kommen aus ja, Fabricator Mark II, Moment, also müsste das eigentlich Arc Advanced sein. Denke ich, Strukturen elektrisch? Nee. Ach, dann war das doch ein anderer. Wo ging denn der Fabricator Mark II? Nein, natürlich nicht in der Advance. Ich bin so bescheuert. Wenn dann hier. Da ist der Advance Fabricator. Kibbelgucker. Advance Impact Crusher. Nee, ich glaube. Kühlschränke, das ist der ganz normale Advanced Electric Smoker, der war mit Strom zu betreiben. Advanced Cooking Station, ja, ist klar. Wo ging denn jetzt verdammt nochmal der. Hä, war der nicht hier drin? Oder ist der rausgenommen worden? Das war doch in der Advanced Smithy. Bin in der Ble. Da ist er doch. Ich habe gerade nicht hier Advanced Smithy ausgewählt gehabt. Also gut, der Fabricator Mark II, der ist also auch noch Arc Advanced. Auch das bleibt drin. Naja, gut. Ja, aber wie gesagt, das fliegt hier, das Mittelalter. Dieses Extra fliegt. Das Pimped My Dino, das lasse ich drin, weil das ist cool. Das ist eben mehr Panzerung auch. Der hat schon wieder einen Levelaufstieg. Ist gar. Wobei, ist es das wert? Oder hole ich mir dafür lieber einen blauen oder einen lilanen Sattel? Habe ich wahrscheinlich fast mehr von, oder? Ja, also wenn wir das Pimp-Scheiße wahrscheinlich auch rausschmeißen. Okay. Dann lassen wir das auch fliegen. Was drin bleibt, ist das Austernbett. Das ist einfach praktisch. Storage Plus bleibt drin. Diese Dino-Häuser bleiben drin. Weil auf dem, wenn ich dann nochmal neu starte und wirklich ab und zu mal wieder Bock habe, dann will ich auch endlich mal züchten. Das habe ich immer noch nicht gemacht. Die Julia hat damit sofort angefangen. Ich habe das niemals gemacht. Ich habe mir immer zwei, drei gute gesucht und habe die gezähmt. Ja, mit Zucht hätte ich wahrscheinlich mehr erreicht. Naja. Okay. Ja gut, oh, die Medieval Forge wäre aber natürlich nett gewesen, ne? Ah, deswegen wäre das Mittelalter noch ganz nett. Die Medieval Forge ist nämlich echt nett. Die geht ziemlich schnell. Im Gegensatz zu der normalen Forge. Ja, aber es ist nicht wert, komm, scheiß drauf. Egal, scheiß drauf, dann arbeiten wir mit zwei, drei normalen Forges erst. Bis mal eben. Dann die oben das Supermörder-Teil haben da. Das ist ein bisschen krank, aber passt schon. Gut. Jo, dann würde ich sagen, bis hierhin. Nochmal, das war jetzt einfach nur mal kurz gucken, was gibt's da in diesem Tempelzeug. Demonstration, wie sieht's aus? Zukunft. Jetzt endgültig. Wie gesagt, arg. Ja, im Moment irgendwie ist so ein bisschen die Luft raus. Von daher glaube ich, ja. Ich sag mal ein, zweimal oder alle 2 Wochen.
einmal die Woche oder alle 2 Wochen wird schon mal ein Video von ARK kommen. Nur ich denke, mehr wird es nicht sein. Der Rest konzentriere ich mich jetzt im Moment erstmal darauf, meine anderen Spiele, die ich eigentlich weiter let's playen will, wieder dahin zu bringen, dass ich weiter let's playen kann. Und ansonsten halt ab und zu ein bisschen Skyrim, ein bisschen Stardew Valley, okay, das kommt drauf. Das läuft nebenbei weiter. Ja, aber das wird's für ARK gewesen sein erstmal. Wie gesagt, wird ein Vibe. Ich brauche die Originalkarte für die Erfolge. Also halt wieder alles von vorne. Naja gut, ich meine gut. Der Spaß ist ja eigentlich auch gerade das immer wieder von vorne. Die Anfangszeit ist ja eigentlich das Spaßige, danach wird es ja... Man sieht es ja jetzt hier bei mir, mir passiert nichts mehr, das ist ja fast langweilig. Gut, meine Taucherausrüstung, die haben die Fische ganz schön zerbissen. Also im Wasser ist es gefährlich, definitiv. Aber der Rest, scheiß drauf. Na gut, also danke fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar. Wie gesagt, wenn jetzt wirklich mal da was gesagt wird oder hergekommen wird, und wenn es nur ein, zwei Leute sind, aber wenn gesagt wird, ey, ich muss frei weiter gucken und nee, du musst aber, ja, okay, dann vielleicht lasse ich mich da breitschlagen und dann kommt halt doch wieder alle 2, 3 Tage was, aber muss ich gucken, wie Resonanz ist. Ansonsten werde ich mich eher darauf konzentrieren, meine Asbach-uralten Projekte endlich mal wieder weiterspielen zu können, die ich da aufgrund gewisser Fehler ja teilweise ein bisschen unterbrechen musste. Gut, gut. Naja, dann also gerne Like oder Kommentar. Von mir aus Nerv-Kommentar, mir egal. Und dann sehen wir uns ja in ARK vielleicht in 1, 2 Wochen wieder. Und ansonsten ja bei den anderen Spielen. Skyrim läuft, Stardew Valley läuft und Hearts of Iron 3 könnte auch demnächst passieren, dass wieder läuft. Vielleicht auch ein bisschen mehr 7 Days to Die im Let's Play Together. Könnte auch passieren. Gut, gut. Also, bis dahin. Ciao.